Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Was soll man machen, wenn man zu wenig Zeit hat, beziehungsweise wo soll man die Zeit für das Training hernehmen? Ich weiß, es gibt Menschen, die haben wirklich sehr wenig Zeit. Ich möchte hier auch keinen bevormunden, ich möchte auch keinem irgendwie sagen, wie er sein Leben gestalten soll. Ich gebe dir einfach mal meine drei Punkte weiter, wie ich zurechtkomme, wenn ich Zeitprobleme habe, beziehungsweise wenn ich nicht alles unter einen Hut kriege. Das erste ist, ich fokussiere mich immer auf das, was ich wirklich möchte. Ich versuche das zumindest. Es gelingt mir nicht immer, aber es gelingt mir immer besser. Fokussiere dich auf das, was du willst und nicht auf das, was du nicht willst. Das ist eigentlich der wichtige Teil dieser Nachricht. Wir sind heute umgeben von lauter Negativnachrichten. Wenn man den Fernseher einschaltet in den Nachrichten oder eine Zeitung aufmacht, dann liest man dort nicht eine Reihe von guten Dingen oder man hört nicht 15 Minuten Abendnachrichten über schöne und gute Dinge, die passiert sind, sondern man hört immer nur die schlechten Sachen im Prinzip. Wie geht man damit um? Ich persönlich bin eigentlich ein ziemlicher Optimist und ich bin eigentlich auch immer der, der für sich selber sucht, okay, was kann ich daraus Positives ziehen, beziehungsweise was lehrt mich das? Manchmal dauert es ein paar Tage, aber man kommt schon dahinter. Und ich glaube, dass dieses Thema unserer Gedanken ganz, ganz wichtig ist, weil das letzten Endes ja unseren Alltag, unser Leben bestimmt, unser Leben formt. Du schaust jetzt zum Beispiel gerade dieses Video auf irgendeinem technischen Gerät. Ja, woher kommt denn dieses technische Gerät? Das hat sich irgendwann mal irgendjemand ausgedacht, weil er es gewagt hat, darüber nachzudenken und es sich vorzustellen. Das heißt, aus den Gedanken kommen wirklich reale, materielle Dinge heraus. So viel dazu, ob das esoterisch oder spirituell ist, das ist eigentlich ziemlich einfach. Unsere Gedanken formen unser Leben. Und deswegen fokussiere dich auf das, was du willst und nicht auf das, was du nicht willst. Und wenn du dich auf das fokussierst, was du willst, dann fallen automatisch ganz, 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 ganz viele Dinge rechts und links des Weges weg. Wenn du weißt, wo du hin willst und was du möchtest, kannst du automatisch einsortieren, was hilft mir und was bringt mich zu diesem Ziel und was hindert mich und was lasse ich deswegen weg. Und dadurch gewinnst du sehr viel Zeit. Das ist eine Sache, die ich sehr gerne mache, die für mich in meinem Leben bisher sehr gut funktioniert hat. Das Zweite, ich versuche zu 100% Verantwortung zu übernehmen für das, was ich tue und für das, was ich nicht tue. Übernimm Verantwortung. Wir leben doch in einem freien Land und wir haben die Möglichkeit, unser Leben so zu gestalten, wie wir wollen. Natürlich gibt es gesetzliche Regeln, natürlich gibt es Dinge, die wir nicht machen können, weil uns das Geld fehlt oder weil uns der Horizont fehlt oder wie auch immer. Aber wir können daran arbeiten und wir können uns sehr, sehr frei und sehr vielfältig entwickeln, wenn wir es denn tun. Und dazu gehört, dass wir Verantwortung übernehmen. Wer bestimmt denn, wie wir unsere Freizeit verbringen? Das bestimmen doch wir selber. Wir bestimmen doch selber, ob wir nach der Arbeit Sport machen und uns so stärken und stabilisieren oder ob wir uns passiv hinsetzen und einfach nur irgendetwas in uns reinfuttern, um mal übertrieben das darzustellen. Wir bestimmen auch, was wir in uns hineinfuttern, wenn wir denn etwas essen wollen. Es zwingt uns ja keiner, irgendeine Nahrung zu essen. Wir suchen uns sie selber aus und wir nehmen sie auch selber in den Mund. Also Verantwortung übernehmen. Wenn wir Eigenverantwortung übernehmen für das, was wir tun, ergibt sich auch viel mehr Handlungsspielraum. Ich habe mal so diesen Satz aufgeschnappt, wer die Entscheidungen trifft, also wer die Verantwortung hat, der hat auch die Macht. Na ja, dann habe ich sie doch lieber selber. Wenn es um mein Leben geht, habe ich lieber die Macht über mein Leben und übernehme Eigenverantwortung. Und das Dritte ist, ich versuche, Wichtiges und Dringendes zu unterscheiden. Das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig beobachte, was viele Leute anscheinend nicht machen, weil sie sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht haben. Und ich wusste das lange Zeit auch nicht, bis mich ein guter Freund, der Philipp, viele Grüße Philipp, da mal darauf hingewiesen hat. Und zwar das Thema wichtig und dringend. Es gibt sehr viele Sachen, die sind zwar sehr wichtig zu erledigen auf meinem Terminzettel, aber nicht dringend, die müssen nicht in diesem Moment gemacht werden. Ich muss sie zum Beispiel in 3 Tagen erledigt haben, aber ich kann es auch morgen machen, habe sehr gute Zeit dafür. Es muss nicht jetzt sein. Und wenn du anfängst, wichtig und dringend zu unterscheiden, dann findest du auf einmal auch ganz viele Zeitfenster, die auf einmal frei sind oder im Umkehrschluss. Dir fällt sehr häufig auf, wo du dich vorher vielleicht richtig gestresst und richtig unter Druck gesetzt hast, weil du viele Dinge fertig machen wolltest.
Ja, und dann hast du es fertig gemacht, um dann festzustellen, ich brauche es eigentlich erst übernächste Woche. Das heißt, diese Zeit hätte man auch anders verwenden können. Also wenn ich es dir zusammenfasse, das sind meine drei Empfehlungen. Nummer eins, konzentriere dich auf das, was du willst und nicht auf das, was du nicht willst. Nummer zwei, übernimm 100% Eigenverantwortung für alles, was du machst und was du nicht machst. Übernimm Eigenverantwortung für dein Handeln und für dein Leben. Und Nummer drei, unterscheide Wichtiges und Dringendes. Probier es einfach mal aus. Ich glaube, du wirst feststellen, dass dir viele Sachen mehr Spaß machen, dass du viel mehr Gestaltungsmöglichkeit und viel mehr Freiheiten hast, als du vielleicht eigentlich denkst, dass du auf einmal viel mehr Zeit hast, als du eigentlich denkst und dass du mit viel größeren Schritten nach vorne kommst und viel mehr Sachen erreichen kannst. Es würde mich freuen, wenn du deine Erfahrung dazu in die Kommentare schreibst oder wenn du sie mir persönlich schreibst. Ich danke dir, dass du zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.